Es ist Donnerstag, der 27. März 2014. Hier ist, Sie hören ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Wir befinden uns hier im Wuppertal am Mürker Bahnhof und heute interviewe ich Frau Helga Zeppler-Rusch, die Bundesvorsitzende der Partei Büso, Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Es geht heute um drei Themen in dem Interview. Einmal wollen wir ansprechen wenn ich es richtig verstanden habe, bevorstehendes oder geplantes Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten, seine Exzellenz Herrn Barack Obama. Dann geht es um den gefährdeten Weltfrieden und es geht um Gespräche, die Frau Zeppler-Rusch mit der chinesischen Regierung geführt hat, wo es um das Konzept einer Weltlandbrücke geht. Frau Zeppler-Rusch, danke, dass Sie Zeit gefunden haben, nach Wuppertal zu kommen. Uns würde interessieren, warum soll hier ein Impeachment-Verfahren gegen den US-Präsidenten gemacht werden und wie konkret ist das? Ja, das ist schon sehr konkret, weil doch jetzt mehr und mehr Kongressabgeordnete, Senatoren und Rechtsprofessoren und viele andere wirklich sich Sorgen machen über die fortgesetzten Verletzungen der amerikanischen Verfassung durch das Weiße Haus. Und gerade vor drei Tagen hat ein Professor Michael Brenner von der Universität Pittsburgh einen sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben, der also für ihre Leser und Hörer sicher interessant wäre nachzuschauen, wo er im Grunde den Punkt macht, dass der amerikanische Präsident ja nach der Verfassung verpflichtet ist, als erstes diese Verfassung zu verteidigen und das Gemeinwohl der Bürger zu schützen. Und das hat eben Präsident Obama systematisch verletzt und er führt da also verschiedene Punkte auf. Das vielleicht jüngste Beispiel ist natürlich dieser Skandal, also der jetzt offen ausgebrochen ist zwischen der Senatorin Feinstein, die die Vorsitzende ist des Unterkomitees für Geheimdienstfragen im Senat, wo im Grunde jetzt sie vor dem Plenum des Senats eine Rede gehalten hat, dass der CIA 5 Jahre lang den Senat nicht nur ausspioniert hat, das kennt man ja inzwischen vom NSA, sondern auch die Computer des Senats manipuliert hat, Dokumente entfernt hat. Und da geht es eben um die Untersuchung der Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen durch Bush und Cheney. Und da hat der CIA einfach die Dokumente, die also das Resultat waren von diesen Untersuchungen von 5 Jahren, elektronisch entfernt. Und nachträglich hat sich dann Präsident Obama vor den CIA gestellt und hat das quasi abgesegnet. Und das wird ein riesen Nachspiel haben, weil die amerikanische Verfassung sieht ja explizit die Gewaltenteilung vor, also zwischen Exekutive, also Weißem Haus, Legislative, Kongress und Judikative, also dem höchsten Gericht. Und das ist natürlich in dem Augenblick aufgehoben, wenn das Weiße Haus praktisch seinen Geheimdienst benutzt, um Untersuchungen des Senats zu blockieren und zunichte zu machen. Und das ist eine Verfassungskrise. Also das wird noch ein großes Nachspiel haben. Und dann natürlich zwei andere Punkte, die dieser Professor Brenner dort erwähnt, ist, dass das Weiße Haus explizit angeordnet hat, dass die Wall Street Banken nicht kriminell verfolgt werden dürfen, auch wenn sie illegale Geschäfte betrieben haben, was sie ja nun dauernd tun. Und damit im Grunde die too big to fail, also zu groß, um scheitern zu lassen, oder auch too big to jail, also zu groß, um ins Gefängnis zu gehen. Das geht also auch aufs Konto von Obama. Und drittens natürlich die Ermordung von amerikanischen Bürgern ohne rechtliche Prozedur. Also es gibt ja auch viele andere Ausländer, die durch Drohnen umgekommen sind, aber vor der amerikanischen Verfassung ist also die Tatsache, dass auch Amerikaner ermordet wurden, einer der Gründe, die dort als amtsenthebungsverfahrenswürdig angesprochen worden sind. Aber das ist jetzt nur, wenn Sie so wollen, die Spitze des Eisbergs, weil es ist praktisch so, dass doch die Euphorie, die mal existierte über Obama
vor seiner Wahl vollkommen verschwunden ist und im Grunde also die Bevölkerung mehrheitlich diesen Präsidenten wirklich gerne aus dem Amt entfernt sehe, weil er eben die Interessen von allen so unglaublich verletzt hat und im Grunde also wirklich als Bedrohung auch für die eigene Sicherheit gesehen wird. Jetzt würde mich da noch interessieren, es gab ja auch schon mal Überlegungen oder Ankündigungen, ein Amtsenthebungsverfahren zu machen, zum Beispiel wegen Zuwanderungspolitik, weil man da, weil sie einem vielleicht zu links oder zu rechts war, oder auch wegen seiner Gesundheitsreform, weil damit nicht alle zufrieden sind. Das schien mir alles weniger konkret zu sein und weniger auf die Verfassung bezogen. Ich glaube, da hat es kein Nachspiel gegeben, während es jetzt deutlich konkreter ist. Naja, in Bezug auf Obamacare, das ist schon noch ein Thema, weil Obamacare ist keineswegs so, wie die westlichen Medien das darstellen, dass jetzt die arme amerikanische Bevölkerung endlich Gesundheitsversorgung bekommt. Also es fallen immer noch Millionen von Leuten aus dieser Versorgung heraus. Und diejenigen, die jetzt nicht in ganz, also bestimmten Kategorien sind, müssen so viel mehr bezahlen, dass inzwischen die Erkenntnis ist, dass es geht eigentlich bei dieser Obamacare, genau wie bei den Rettungspaketen, es eigentlich um die Rettung der Banken ging, ging es um die Rettung der Versicherungen. Und während viele Menschen eben da wirklich durch eine Triage aussortiert werden. Also es gibt bestimmte Kategorien von Krankheiten, die gar nicht mehr behandelt werden bei einem bestimmten Alter. Und das ist also auch noch, das ist auch noch eines der dicken Themen im Hintergrund. Aber natürlich ist dieser offene Kampf zwischen Senat und Weißem Haus, das ist natürlich jetzt die Speerspitze der ganzen Entwicklung. Was mich etwas erstaunt hat, die Kriegspolitik von Obama scheint bei dem Amtsenthebungsverfahren keine Rolle zu finden. Hat man da nicht, ist es da schwieriger, einen Artikel zu finden in der Verfassung, der verletzt wird? Nein, das ist durchaus auch in, also es gibt ja verschiedene Anstrengungen, also es gibt Gruppierungen, also zum Beispiel, dass der Obama den Krieg gegen Libyen gemacht hat, praktisch auf der Basis einer Lüge, indem er gesagt hat, es handelt sich dann nur um humanitäre Intervention. Dann war es aber doch ein voller Krieg. Und es gibt ja im amerikanischen Kongress eine Gesetzesvorlage, dass wenn Obama noch einmal einen Krieg anfängt, ohne vorher die Zustimmung des Kongresses eingeholt zu haben, dass das zur sofortigen Amtsenthebung führt, was ja im Fall von Syrien also ganz nah dran war und wo dann im letzten Augenblick Obama praktisch dem Druck der Bevölkerung und des Kongresses und auch des Generalstabs nachgegeben hat und doch den Kongress befragt hat. Aber die Kriegspolitik, und das ist natürlich jetzt auch im Fall der Entwicklungen um die Ukraine, das ist ganz massiv ein Thema, weil die Kriegsgefahr ist eigentlich der Hauptgrund. Aber manchmal ist es eben so, dass Leute etwas benutzen oder ein Thema benutzen, was nicht, sag mal, so offensichtlich ist, um einen Zweck zu erreichen, eben den Obama aus dem Amt zu kriegen, ohne jetzt tatsächlich seine Frage als oberster Kommandant in Frage zu stellen. Ist natürlich, das Risiko, wenn Obama dann durch das Impeachment-Verfahren des Amtes enthoben wird, könnte ja sein, dass jemand Schlimmeres an die Macht kommt. Ich würde zum Beispiel erwähnen, nachdem man gesehen hat, es hätte beinahe den großen Knall gegeben, Anfang September, am 1. oder 2. September und am 31. August hat man noch die Notbremse gezogen, scheint Obama ja zumindest bis zum Weltkrieg nicht gehen zu wollen. Man sieht es bei der Ukraine, er will Sanktionen machen, aber er will keinen Krieg. Und beim Iran genauso, er versucht alles friedlich zu lösen, zumindest was Frieden zwischen den Großmächten angeht. Wie will man da sicherstellen, dass nicht jemand, der offen ist für einen Weltkrieg, an seine Stelle kommt? Naja, also ich sehe das eigentlich so, dass der Obama exakt dieselbe Politik macht wie Bush und Cheney. Das heißt, da ist kein wirklicher Unterschied. Weil die Kriegsgefahr kommt aus einem nicht jetzt aus geopolitischen Gründen als solchem, sondern die kommt daher, dass das transatlantische Finanzsystem absolut bankrott ist. Und die europäischen Regierungs- und Staatschefs haben ja
vorige Woche dieses Bail-in unterzeichnet, also das Zypern-Modell, was dann angewendet werden soll auf ganz Europa und die USA. Und selbst Standard & Poor's haben praktisch gesagt, hier, wenn jetzt der Stresstest stattfindet, der EZB, also es wird vermutet, dass mindestens 30 Banken bankrott gehen. Und wenn eine der großen Banken too big to fail, also zu groß, um untergehen zu lassen, untergeht, dann kommt das gesamte Finanzsystem runter. Und die Kriegsgefahr kommt daher, dass es eben Kräfte in der transatlantischen Region gibt, die nicht erlauben wollen, dass sich die pazifischen Länder, also China, Indien, Russland und andere, entwickeln, was sie im Augenblick tun, und im Grunde die atlantische Welt untergehen. Also wir haben es im Grunde heute mit demselben geostrategischen Impuls zu tun wie am Ende des 19. Jahrhunderts, als Leute wie Helford, Mackinder, Milner und andere eben auch gesagt haben, hier die eurasischen Länder entwickeln sich mit der transsibirischen Eisenbahn, mit der geplanten Bahn von Berlin nach Bagdad, und die damals wirklich das Schachbrett für den Ersten Weltkrieg so manipuliert haben, dass dann die Schüsse von Sarajevo mehr oder weniger ein zufälliger Auslöser war. Aber dahinter stand eben Geopolitik. Und wir haben es mit derselben Geopolitik zu tun, dass eben heute praktisch die Wall Street und die City of London bereit sind, ein thermonukleares Chicken Game, also eine Konfrontation, zu riskieren, aber nicht erlauben wollen, dass die atlantische Welt untergeht und die asiatische Welt schreitet voran. Also daher kommt die Kriegsgefahr, und die gesamte Einkreisungsstrategie gegenüber Russland und China, die läuft im Grunde ohne große Unterbrechungen, seitdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat, 1991. Und die, zum Beispiel die Lage in der Ukraine, das sind 2200 NGOs aufgebaut worden. Die wurden finanziert von Soros Foundation, von National Endowment for Democracy, von dem International Republican Institute, Konrad Adenauer Stiftung. Und das hat ja schon 2004 zu der Orangenen Revolution geführt. Und was sich jetzt eben entwickelt hat, war, dass zusätzlich noch vom Westen finanzierte Nazis, also die Svoboda-Partei, die rechter Sektor, also wirkliche historische Nazis, da an die Macht gebracht worden sind, mit dem Ziel, die Ukraine eben in den Westen rüberzuziehen. Sie sagen, die Wall Street macht das und die City of London. Ich verstehe das als Metaphern. Es scheint mir manchmal schwer zu sein, da wirklich das Zentrum des Lobbyismus auszumachen. Welche Bank ist das? Welcher Think Tank ist das? Naja, wenn man unter Globalisierung, also wenn man den Begriff Globalisierung, der hat sich ja eigentlich erst so entwickelt, nachdem die Sowjetunion und damit die Blöcke, Warschauer Pakt, NATO, also zumindest war der Warschauer Pakt weg. Und dann hat sich praktisch das neoliberale Finanzsystem der sogenannten freien Marktwirtschaft global ungezügelt ausgebreitet. Und das nennt man normalerweise Globalisierung. Wenn Sie dann für diesen Begriff Globalisierung einsetzen, das Gesamtkonglomerat von Zentralbanken, Investmentbanken, Hedgefonds, privaten Beteiligungsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, die insgesamt die Finanzoligarchie des transatlantischen Systems darstellen, dann vermischt sich das natürlich mit politischen Interessen. Aber wenn Sie zum Beispiel mal gucken, wer sitzt in den Vorständen der Hedgefonds in London, das ist zum Teil der Hochadel des britischen Hochadels. Also das vermischt sich dann sehr stark. Aber es ist das britische Empire, und die Leute machen den Fehler zu meinen, es gäbe kein Empire mehr, weil natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg die alte Form etwas sich geändert hat. Aber wenn Sie den Gesamtapparat von Finanzoligarchie, der ja durchaus mit Privatarmeen ausgerüstet ist, also wenn Sie die ganzen privaten Sicherheitsfirmen anschauen, die im Grunde die Interessen dieser Banken mit beschützen sozusagen, dann haben wir es mit einem Empire in der klassischen Form von
römischem Empire, byzantinischem Empire, Venedig, britischem Empire, das ist halt die moderne Form. Die Form hat sich geändert, aber die Idee, dass es eine kleine Oberschicht gibt, eine kleine Elite, deren Privilegien ungetrübt sich verbreiten und die Masse der Bevölkerung dabei runterfällt. Also Oxfam zum Beispiel, die haben vor etwa 6 Wochen eine sehr interessante Statistik veröffentlicht, dass 85 Privatpersonen genauso viel Vermögen haben wie 3,5 Milliarden Menschen, also die Hälfte der Menschheit. Und das ist das, wenn Sie so wollen, das ist das System, was um jeden Preis verteidigt werden soll, auch wenn es offensichtlich Menschenleben kostet. Ja, ich denke, da braucht es vielleicht noch ein paar Lücken, die man schließen muss. Welcher Think Tank, welche Bank, welches Medium, wie das genau zusammenwirkt, wie genau die Entscheidungsstrukturen sind, die dann die Politikern Druck machen? Also wir haben gerade, weil diese Frage natürlich oft vorkommt, haben wir gerade eine neue Studie mit Karten und also umfangreichem Material produziert. Das werden wir auf unserer Webseite wahrscheinlich in den nächsten Tagen veröffentlichen, wo wir einfach die Einflusssphären, also wer kontrolliert die Rohstoffe, wo sind die Geldströme, wo wir das alles sehr genau dokumentieren. Das ist also mit Sicherheit sinnvoll, dass Sie das mal anschauen. Ja, Sie hatten eben auch von der Entwicklung gesprochen, von Asien. Ein Konzept, was Sie schon seit vielen Jahren verfolgen, ist ja diese Eurasische Landbrücke. Und die ist jetzt von China aufgegriffen worden. Und deswegen sind Sie in China gewesen, um das Konzept genauer zu unterbreiten. Ja, wir haben, wir gehen immer davon aus, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das die Zukunft wissen kann. Das heißt, wir können im Grunde Prozesse zu Ende denken, wo sie hinführen. Wir können eine Vision haben, die in der Zukunft sein soll und dann daran arbeiten, dass sie sich verwirklicht. Und das wäre ein Thema für eine ganz andere Diskussion. Aber auf jeden Fall ist mein Ehemann Lyndon LaRouche bekannt dafür, dass er 1984 zum ersten Mal gesagt hat, dass sich die Sowjetunion, wenn sie bei ihrer damaligen Militärpolitik bleiben würde, in 5 Jahren auflösen würde. Und genauso ist es gekommen. Und weil wir davon ausgingen, haben wir schon lange bevor die Mauer fiel, ein Konzept erarbeitet, wie man die Welt reorganisiert, nachdem der eiserne Vorhang weg wäre. Wir haben das zuerst produktives Dreieck genannt. Das war also die Idee, dass man die früheren Industriezentren, die also durch den eisernen Vorhang getrennt worden waren, durch modernisierte Infrastruktur zusammenbringt. Also von Paris, Berlin bis Wien, durch Transrapid, durch andere moderne Technologien, dass man diese Region so zum Motor macht für die wirtschaftliche Erholung von Ost- und Westeuropa. Und dann, als die Sowjetunion sich 1991 aufgelöst hat, haben wir dieses Konzept erweitert in die Eurasische Landbrücke. Und das war die Idee, dass man die Bevölkerungs- und Industriezentren Europas mit denen Asiens verbindet durch sogenannte Entwicklungskorridore. Das heißt, dass man die landeingeschlossenen Regionen Eurasiens durch moderne Infrastruktur erschließt. Weil es gibt ja viele Länder, die haben weder ein Flusssystem noch sind sie am Meer. Die haben Standortnachteile. Und durch diese Eurasische Landbrücke sollten also diese Standortnachteile überwunden werden. Man hätte neue Städte gebaut und so fort. Lange, lange Zeit haben wir diese Ideen vorgestellt auf Konferenzen, auf Seminaren. Und jetzt ist es eben so, dass im September letzten Jahres der chinesische Präsident Xi Jinping, der ja gerade jetzt in Deutschland ist, also gerade heute und morgen, dass der eben in Kasachstan gesagt hat, dass die chinesische Politik jetzt die Priorität setzt auf den Ausbau der neuen Seidenstraße, vor allen Dingen in Zentralasien. Und kurze Zeit später hat er das eben auch erweitert für die sogenannte maritime Seidenstraße, also die Verbindung nach Indonesien und anderen Inseln praktisch. Und war dann auch, dann war der chinesische Ministerpräsident Li
in Bukarest und hat sich dort mit 16 Staatschefs getroffen aus Osteuropa. Und dort wurde eben beschlossen, dass auch die Schnellbahnen, die China gebaut hat, in Osteuropa gebaut werden. Und in der Zwischenzeit ist unter dem Eindruck der Kriegsgefahr ein Verständnis zwischen Putin und Xi Jinping, dass Russland und China bei dem Ausbau dieser eurasischen Landbrücke, Seidenstraße zusammenarbeiten. Und das ist wirklich die einzig positive Perspektive, die im Augenblick sichtbar ist, weil die EU scheitert. Ich bin der Meinung, die EU ist wirklich ein gescheitertes Experiment, also zumindest in der Form der EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon. Wenn Sie heute den Zustand von Südeuropa anschauen, das ist eine totale Katastrophe. Die Menschen in Griechenland, Spanien sind absolut verzweifelt und die Wirtschaftspolitik der Troika ist eine Menschenrechtsverletzung. Und wenn man das kontrastiert mit der Entwicklungsperspektive, die jetzt von China angeboten wird, eben auch für Europa, dann bin ich der Meinung, dass es also wirklich im absoluten Interesse aller europäischen Nationen liegt, in gewisser Weise aus dieser EU in dieser Form auszutreten und gemeinsam bei einer eurasischen Entwicklungsperspektive mitzumachen, die gleichzeitig auch eine Friedensordnung sein könnte. Die Chinesen haben ja auch riesige Devisenreserven und naja, ein Stück weit dann von China abhängig zu werden, da wo die Chinesen investieren, scheint ja weniger riskant als von der jetzigen Finanzoligarchie im Westen. Naja, wir wollen ja nicht den Monetarismus beibehalten. Also von dem Standpunkt sind diese Devisenreserven nicht so wichtig. Sondern es geht eigentlich darum, dass man die Kreditschöpfung wieder unter die Kontrolle von souveränen Regierungen bringt und nicht mehr in den Händen der privaten Banker lässt, so wie es jetzt quasi der Fall ist. Und dann hätte im Grunde jedes Land eine Nationalbank in der Tradition des ersten Finanzministers der USA, Alexander Hamilton, und hätte das Recht, praktisch Kreditlinien auszugeben, die dann aber strikt gebunden wären an die Produktion von wohldefinierten Projekten, also zum Beispiel dem Ausbau dieser eurasischen Landbrücke. Und wir haben also auch ein Kreditsystem vorgeschlagen, dass, weil diese Projekte, die würden ja nicht 25% Profit bringen in einem Monat, wie der Herr Ackermann das gerne hätte, sondern die wären auf 20, 30, 40, 50 Jahre angelegt und die langfristige Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die daran teilnehmen. Und da es natürlich zwischen diesen Ländern Unterschiede gibt, einige sind klein und haben keine Rohstoffe, andere sind riesig, wie Russland zum Beispiel, andere haben sehr viele Menschen wie China und Indien. Und da muss man eben ein Kreditsystem entwerfen, was diese Unterschiede quasi ausgleicht durch so eine Art Clearinghouse und dass im Grunde Kredite überhaupt erst zurückbezahlt werden, wenn diese Projekte wirklich funktionieren und da sind und nicht vorher. Aber das ist alles eine unheimlich positive Entwicklung, weil also im Grunde war ja auch die alte Seidenstraße eine Verbindung von Kulturen, von Austausch von Ideen. Wir brauchen heute dringend ein völlig neues Paradigma, weil wenn wir in dem Paradigma bleiben, was jetzt von NATO-Ausweitung und EU-Ausweitung bis an die Grenzen Russlands und Einkreisung von China, wie es im Augenblick die Asienpolitik der USA ist, wenn wir bei diesem Paradigma bleiben, dann befürchte ich, knallt die Menschheit vor die Wand. Und deshalb brauchen wir ganz dringend eine vollkommen andere Idee, wie wir unsere Beziehungen zueinander organisieren. Wir brauchen ein neues kulturelles Paradigma. Da fällt mir ein, die BRICS-Staaten, die wollen doch auch ein Gegenstück zur Weltbank schaffen. Das könnte ja vielleicht etwas sein, was Sinnvolles damit finanziert werden könnte. Naja, wenn die BRICS-Staaten quasi ihre Finanzen auch vom Monetarismus ablösen und die eigene Kreditschöpfung in ihre eigene Kontrolle nehmen und dann an wohldefinierten Projekten mitarbeiten. Also wir reden nicht nur über die neue Seidenstraße in Eurasien, sondern wir haben in den letzten 20 Jahren eigentlich für die ganze Welt Entwicklungsprogramme ausgearbeitet. So, wir reden eigentlich über eine Weltlandbrücke und wenn alles gut geht, dann können wir in 10 Jahren mit einem Transrapid oder einem anderen Schnellbahnsystem von Chile bis zur Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien und dann runter bis nach
Indien und vielleicht dann mit dem Schiff bis Indonesien oder über Ägypten mit dem Transrapid bis nach Kap der Guten Hoffnung nach Südafrika. Also das ist eigentlich das, was möglich ist und was auch einen völlig neuen Pioniergeist erzeugt. Das ist nämlich, die Armut könnte in einem halben Jahr überwunden werden. Es gibt keinen Grund, warum 2 Milliarden Menschen jeden Tag hungern. Warum zum Beispiel in Afrika im Augenblick Menschen bewusst ihr Leben riskieren, um sich in irgendwelche Nussschalen aufs Mittelmeer zu begeben und dann in Auffanglagern irgendwo da weggesperrt zu werden. Das ist so ein unwürdiger Zustand und es wäre so absolut einfach, mit moderner Infrastruktur die Voraussetzungen für die Entwicklung auch des afrikanischen Kontinents zu leisten, sodass die Menschen dann lieber zu Hause blieben, als ihr Leben zu riskieren, in einem absolut riskanten Versuch, dieser Armut zu entkommen. Wollen Sie die Armut ausschließlich durch Wirtschaftswachstum überwinden oder auch durch Umverteilung? Naja, also ich denke mal, wenn die gegenwärtigen Prozesse, die zum Beispiel gegen alle Großbanken von der FDIC, also der Bankeneinlagensicherung in Amerika, da ist ja jetzt ein Strafprozess gegen alle Großbanken. Die Deutsche Bank ist heute mal wieder durch eine Razzia untersucht worden. Wenn alle diese Untersuchungen voranschreiten und nicht wieder blockiert werden, dann werden viele dieser Leute, die jetzt diese Mega-Vermögen haben, wahrscheinlich das in einer kleinen Zelle genießen können, aber nicht so wie bisher. Und ich meine, wir müssen im Grunde sowieso, wir müssen wieder zum Gemeinwohl zurück. Und wir können durch Steuer und andere Gesetzgebung das Gemeinwohl befördern und Spekulationen verbieten. Also es gibt keinen einzigen Grund, warum wir diese Casino-Wirtschaft beibehalten sollen. Wir haben ja auch eine sehr große Bewegung für die Wiedereinführung des Trennbankensystems in der Tradition von Roosevelt und dem Glass-Steagall-Gesetz. Wir haben jetzt in Amerika über 80 Kongressabgeordnete, 11 Senatoren und 28 von 50 Staaten, die jetzt Resolutionen eingebracht und zum Teil schon verabschiedet haben für die Wiedereinführung von Glass-Steagall. Und das würde eben bedeuten, der Kongress macht ein Gesetz für ein Trennbankensystem. Die Investmentbanken bekommen keine Steuergelder mehr, bekommen kein Quantitative Easing mehr, also es wird kein Geld mehr gedruckt, um die zu retten sozusagen. Und dann gehen sie pleite, dann müssen sie Insolvenz anmelden. Und wir wollen die Wall Street wirklich schließen, weil die hat keine Existenzberechtigung. Und wenn die Menschheit überleben will, dann muss sie aufhören mit dieser Casino-Wirtschaft, die wirklich eine totale Sackgasse war und von der wir uns dringend verabschieden müssen. Herzlichen Dank fürs Interview.